Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Dark and Light für Einsteiger. Ich glaube, wir sind bei Folge 3. Vorab erstmal super lieben Dank für die echt mega positiven Kommentare und die Feedbacks, die ich da ernten durfte. Freut mich natürlich total. Ja, unser Zwerg freut das auch. Und ach, guckt mal. Das gab es schon mal, ich glaube bei Conan, dann waren die alle so mit dem Stock im Hintern unterwegs, während die ein Emoji abgespielt haben. Okay, darum geht's ja nicht. Ich glaube, ihr habt in der letzten Folge wirklich Nerven bewiesen. 45 Minuten ein Tutorial vom alten Sack, meine Güte. Ja, ich habe mir fest vorgenommen, ich werde es ein bisschen strukturierter gestalten und die Folgen etwas kürzer halten, dass man ja mal direkt drauf zugreifen kann. So, und damit wären wir dann auch bei dem Anfang dieser Folge. Was habe ich heute vor? Ja, leider mal so wieder ein bisschen was Dröges. Und zwar wollen wir auf jeden Fall mal kurz in die Fertigkeiten schauen. Ja, was uns hier erwartet und wie wir da am besten taktisch vorgehen, taktisch klug vorgehen. Ja. Und ich dachte mir, wir schauen uns dann mal eventuell schon mal ein paar Rezepte an, die wir benötigen können. Das Wichtigste wäre, und da sind wir auch schon beim totalen, drögen, langweiligen Einstieg. Wie ihr unten rechts seht, blinkt mein Gehirn rot. Das ist nie gut, wenn das Gehirn rot blinkt. Das haben wir schon in Soma gelernt. Nee, Scherz. Und rein theoretisch müssten wir schlafen oder halt ein paar Blumen ernten und die ja massenhaft verdrücken. Jetzt ist natürlich mein Ziel, und da wären wir bei Fertigkeiten, den Schlafsack herzustellen. Ein warmer Schlafsack aus Fell. Ruhe dich in einem Schlafsack aus, um deine Konzentration nach dem Wirken von Zaubern wiederherzustellen. Ich glaube, wir haben 5-mal Fell und 2 oder 4-mal dieses normale Leder. Dürfen wir eigentlich irgendwo haben. Oh, sogar Spezialfell. Ihr seht ja, im Rezept wird angegeben, Leder, 5-mal Fell und 15-mal Garn. Das dürfte ja wohl nicht so schwer sein, 15-mal Garn aufzutreiben. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Leder. Ja, ich habe nichts in der Tasche. Nur Fell. Da hätten wir genug von. Und ein bisschen von diesem Spezialfell. Das heißt für uns, wir müssen auf jeden Fall schon mal irgendeinen Gegner finden, den wir mit unseren Fähigkeiten, und das sind nicht gerade viele, töten können. Ich weiß, töten ist nicht immer das Gelbe vom Ei. Wir müssen irgendein Leder gelangen und das ist im Moment für uns der einzige Weg. Da haben wir schon so einen armen Brumblehopper, aber ich weiß gar nicht. Ich mag den jetzt nicht plattklopfen. Da ist so ein Schäfchen. Schäfchen nehmen wir uns. Und dann schauen wir mal eben. Wir haben nichts auf der Nebenhand. Dann können wir den Hardcore-Schlag ausführen und es dem Schaf schnell und schmerzlos ein Ende bereiten. Da haben wir schon wieder ein bisschen mehr Leder bekommen. 3 Leder. Ach, super. Ah, dann haben wir schon 9. Ach, ich glaube, wir sind jetzt durch mit dem Leder. Wir können uns fast einen Schlafsack craften, denn auch wenn uns das Rezept schon angezeigt wird, so müssen wir uns jetzt erstmal hier hochpushen. Und das heißt für uns, wir müssen Level 10 erreichen. Wir müssen Holz sammeln. Also wir müssen Holz wie Heu sammeln. Also wie Heu Holz sammeln. Ich habe Holz wie Heu. Nee, aber müssen wir machen. Und ich habe auch nochmal einen Levelaufstieg. Den werden wir jetzt auch gleich direkt mal auskosten. Zip. Ich habe es gerne bei solchen Survival-Games, wenn wir recht schnell recht viel tragen können. Und das ist auch hier der Fall. Deswegen gebe ich auf jeden Fall auf Gewicht schon mal wieder einen Punkt. Ausdauer ist bei Survival Games auch unglaublich wichtig. Da müsst ihr immer mal schauen, ob ihr auch beim Schlagen, also beim Angriff, Ausdauer verbraucht. Und das ist hier der Fall. Deswegen wäre mein nächster Punkt auf jeden Fall dann wieder auf Ausdauer. Also bei Level 10 gibt es wieder einen auf die Ausdauer. Ja, Gesundheit. Wie gesagt, da man in Survival-Spielen sowieso super schnell und so weiter immer mal den Löffel abgibt und das eigentlich bis auf den Verlust seines Inventars kaum irgendwelche Auswirkungen hat, bleibt bei mir die Gesundheit erstmal da, wo sie ist. Wir müssen uns aber verteidigen können und wir müssen zaubern können. Genauso würde uns die Konstitution helfen bei Goblins. Aber im Moment müssen wir erstmal töten können. Wir müssen Fleisch besorgen, Leder besorgen. Und deswegen
bleibt uns nichts anderes, als ein bisschen was auf Kraft zu stopfen. Gut. Wir sind zwar noch nicht vollgeladen, aber wozu haben wir unsere allererste Hütte hier, wenn wir die nicht nutzen würden, um unsere Sachen ein bisschen zu verstauen? Ich habe da versucht, jetzt so ein bisschen Ordnung reinzubekommen, aber ihr könnt Winnie fragen, also ich und Ordnung, das ist immer so eine Sache. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich zu hören kriege, hat der schon wieder die Kisten vollgepackt? Ja, ist halt so. Gut, ich würde sagen, ich level jetzt mal bis Level 10, mal so ein klein bisschen hoch. Sollte was Superhaftes passieren, dann schalte ich euch auf jeden Fall wieder mit dabei. Aber so, ich würde sagen, die erste Unterrichtsstunde haben wir hinter uns gebracht und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich schon mal wieder. Ganz kurz zwischendurch. Ja, ich bin auch lustig. Ich sag, ich gehe mal eben leveln und melde mich dann wieder. Ich level natürlich im Moment zum Beispiel auf Büschen rumklopfen und so weiter. Ich sammle jetzt im Moment kein großartiges Holz und da hat gerade der Boden vibriert, das heißt nichts Gutes. Oh, da kommt bestimmt was Großes. Nee, gut, Glück gehabt. Ich klopfe jetzt im Moment eigentlich nur auf Büschen rum und wenn mir mal ein Brumblehopper oder hier so ein Schäfchen über den Weg läuft, dann kill ich die natürlich. Ne, nach Herzenslust, weil ich bin ja ein Berserker. Nee, Zwerg. Und ja, ich achte dann halt immer beim Abernten unten links darauf, was gerade mal wieder alles am Aufsteigen ist. Ich habe zum Beispiel auch jetzt schon, bevor ich überhaupt den Level 10 erreicht habe, schon Kochen freigeschaltet. Hier irgendwie Level 2 Kochen. Ich darf also jetzt neben dem gewürzten Fleisch auch schon Konzentrationselixier herstellen. Kostet auch gar nicht so viel und pumpt anscheinend unsere Konzentration auf, ohne schlafen gehen zu müssen. Dann haben wir die Beerenmarmelade. Lecker, lecker, lecker. Ich glaube, die refresht Hunger und Durst. Und dann haben wir Mehl. Ha! Wir können bald Brot backen, obwohl ich glaube, dafür brauchen wir dann auch noch eine vernünftige Kochstelle, die wir dann irgendwann hier oben bekommen, also in den höheren Leveln. Warum sammle ich noch kein Holz? Das ist eigentlich relativ einfach. Ich brauche erst Level 10. Erst dann wird das gezählt, was ich hier mache. Also jetzt hier zum Beispiel beim nächsten Rang fürs Kochen bräuchte ich auch Level 10. Und solange wie ich da rohes Fleisch sammle oder Nahrung oder Getränke oder so weiter, dann passiert hier nichts. Ich muss erst Level 10 erreicht haben, um das zu schaffen. Gut, das habe ich kurz erklärt. Ich mache weiter, bis ich Level 10 sind und dann haben wir unseren ersten Schlafsack und wir probieren dann auch mal diese neuen Getränke aus, die wir da haben und die Bärenmarmelade. Lecker. Gut, ich würde sagen, bis gleich. Ihr seht es schon. Ich kann euch demonstrieren, was passiert, wenn ich getötet werde. Ich war gerade dabei, ein Schäfchen auszunehmen. Da kam so ein blöder Greif. Gut, ihr könnt hier euer Spawngebiet auswählen, oben links. Ihr seht dann auch eigentlich sofort, wo ihr respawnen würdet. Also entweder auf dem Hauptplatz, im Innenstadtbezirk, Haupttor, Wohnbezirk oder im königlichen Quartier. Ich nehme wieder den Hauptplatz und sage Respawn at Hauptplatz. Ach, die Übersetzungen sind immer sehr lustig. Aber es ist auch völlig in Ordnung. Ich wollte gerade sagen, sind wir jetzt Alice im Wunderland? Ich sah so klein aus und die Stühle so groß, aber das sind ja gar keine Stühle, das sind Marktplätze. Alter Sack, bist du fertig. Stühle. Guckt mal, die Wache hier hat eine Armbrust in der Hand, eine unsichtbare Armbrust. Leider habe ich hier... Wie viel haben wir denn? 9.17 Uhr. Die Händler hier, die pennen aber ganz schön lang. Leider habe ich nämlich hier noch keinen Händler entdeckt. Ich war jetzt noch nicht wieder da und wie gesagt, das gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an, aber da ist noch nicht so viel implementiert, wie ich es gern gehabt hätte. Vorteil an meinem Tod ist jetzt natürlich, dass ich nicht mehr schlafen, nicht mehr trinken und auch nicht essen muss. Nachteil ist, jetzt liegen alle meine Sachen irgendwo im Dreck. Mensch, da müssen wir jetzt erstmal wieder hin. Die holen wir uns wieder, ist ja wohl klar. Meine Güte. Ach, was ich noch so anmerken wollte, ist, man hat ja immer zwei Möglichkeiten, die Rennen-Taste auszuwählen. Also es gibt ja dann immer, also überwiegend gibt es bei Spielen dauerhaft Rennen. Das ist dann meist irgendeine Taste,
rechts auf der Tastatur manchmal das rechte Alt oder so. Und dann gibt es ja auch Taste halten zum Sprinten. Und ich mag das nicht, weil ich dann, ja, dann habe ich ab und an meine Hand frei, dann kann ich laufen, dann muss ich nicht andauernd irgendwelche Fingerverrenkungen machen. So lege ich mir dann halt immer auf die linke Shift-Taste das dauerhaft Rennen. Und dann brauche ich die nur mal tippen und dann läuft der Zwerg. Und dann läuft das auch. So, ich gehe mal weiter. Ich hoffe mal, die beiden Wildsäue sind hier einfach friedlich. Ja, sind sie? Ja, sind sie. Oder? Na, komm nicht hinter mir. Sehr schön. Und dann kann ich euch auch direkt mal zeigen, wie das aussieht, wenn man gestorben ist. Dann hat man so einen, ja, kleinen Lootstrahl. Der ist nicht übertrieben, also man muss schon in der Gegend sein, mehr oder weniger, um den zu sehen. Obwohl, wow, seit dem Patch scheint sich die Sichtbarkeit erhöht zu haben. Oh, meine Ausdauer ist im Eimer. Wir brauchen Ausdauer. Schön ist aber, dass, ha, schaut mal, da sind jetzt so ein paar Schaufelhirsche gespawnt. Ach, das ist echt cool. Der blöde Greif flattert immer noch da oben rum. Das wird jetzt schwer, von dem wegzukommen. Vielleicht kann ich den aber zu so einem Schaufelhirsch bringen und dann findet der vielleicht an dem Gefallen. Menno, da hatte ich gerade mal wieder so ein Schäfchen. Und da macht er mich platt, kommt ja einfach vorbei. Ich hatte noch schnell eingeschaltet, um euch zu zeigen, seht ihr mal, das passiert, wenn man unvorsichtig ist. Aber, oh ja, er kommt schon wieder. Ich glaube, das wird hart. Ich probiere mal. So. Ach, mein Zwerg hat wieder keine Ausdauer mehr. Hat auch keinen Sinn, in die Hocke zu gehen. Hat mir jetzt ein Viertelleben geklaut. Aber die Ausweichsachen funktionieren im größtenteils. Probier mal alles zu nehmen. Und noch lebendig von dem Vieh wegzukommen. Ich laufe mal so ein bisschen querfeldein und um einen Stein und so. Weil die haben einen ziemlich, großen Wendekreis. Keine Ausdauer mehr. Schnell, schnell, schnell. Ohne Ausdauer ist nicht gut. Ist nicht gut. Ist überhaupt nicht gut. Und wieder getötet. Naja, gut. Ich hole meine Sachen wieder. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, nix ist mit Klamotten zurückholen. Ich habe doch eben noch kurz das Patch erwähnt. Schaut euch das an. Für Halloween haben die schon solche coolen Dinger reingepatcht. Ist das funny? Wie, die können wir sammeln? Was? Ach, nee, ne? Ist das cool? Anstatt diesen Fässern stehen jetzt hier Kürbisse rum. Und wir haben auch einen Kürbis bekommen. Guck mal. Und Lollis oder so. Was sind das? Goblin Candy? Nee. Trick or treat. Goblins love this candy, but you should eat at all your own risk. Okay, machen wir mal. Jetzt sind wir Goblin. Ich werd bekloppt. Ist das cool. Wir sind ein Goblin. Können wir noch winken? Wir können gar nichts tun. Doch, wir können zuschlagen. Ja, richtig fies zuschlagen können wir. Oh, das war ein dicker Ruckler. Boah, ihr Lieben, ich komme gar nicht mehr dazu, das Tutorial weiterzumachen. Das ist ja... Ui, wir sind aber auch ziemlich langsam. Ich bin ein böser Goblin. Ich bin ein böser. Ein ganz böser Greif. Ja, ich bin so böse. Meine Güte, jetzt natürlich die Frage... Ach so. Ach, schaut. Unten rechts haben wir jetzt das Symbol für diesen Zauber. Ich hoffe, wir werden nicht angegriffen. Ich bin ja kein echter Goblin. Der kann nichts, ne? Der kann weder nach links, nach rechts. Der kann gar nichts. Haben wir denn noch unser Inventar? Haben wir. Gut, okay. Was, das ist das cool. Ich war noch nie ein Goblin. Ja, und da sind wir wieder bei dem Spiel. Oder besser gesagt bei der Aussage. Da kommt noch nicht mal Treppen rauf. Das ist aber blöd. Und das ist aber blöd. Ach. Gut, Kamera mal weg. Dann müssen wir halt hier drumherum laufen. Egal. Also ich habe Level 10 erreicht. Ihr seht es ja. Aber ich bin ein Goblin. Ich bin so blöd gewesen, ein Candy zu fressen. Ist das cool. Dann machen die also auch so Events zu Weihnachten, zu Erntedanke und was weiß ich nicht noch alles. Aber da komme ich ja jetzt nicht drüber. Ne? Da komme ich ja jetzt nicht drüber. Gut, es wird wohl eine ganze Zeit dauern, bis ich endlich... Ach, dann komme ich auch nicht über die Treppen da, oder? Ach, ich kann ja springen. Ach, bin ich doof. Es wird eine ganze Zeit dauern, bis ich wieder an meinem Kadaver bin. Würde ich sagen. Dann melde ich mich gleich nochmal wieder. Ja, ich, euer neuer Goblin. Bis gleich.
Ja, ihr Lieben, weil ich das so cool finde, muss ich das jetzt nochmal reinschneiden. Das ist einfach der Hammer. Es ist einfach unglaublich und wirklich der Hammer. Ah. Also damit haben die Entwickler bei mir schon wieder einen Riesenstein im Brett. Ich meine, schon mal davon abgesehen, dass die eh immer sehr, sehr zeitnah patchen und so. Und dass sie ja wirklich, also mittlerweile schon richtig coolen Content drin haben und die Bugs auch peu à peu alle behoben werden. Bin ich echt guter Dinge und also allein für diesen Anblick, der alte Sack als Goblin, da hat sich alles gelohnt. Ja, so, jetzt melde ich mich wieder, wenn es Sinn macht, im Tutorial weiter fortzufahren. Bis gleich. So, da ist euer alter Sack Goblin nochmal. Mir ist hier so ein Schaf begegnet und das ist der Hammer, obwohl wir eigentlich zum Thema Taming, also Zähmen von wilden Tieren, erst ein bisschen später kommen, möchte ich das jetzt schon mal vorwegnehmen. Man muss die ja irgendwie ermüden und man muss die ja dazu bringen, da zu pennen. Und das macht man normalerweise mit Pfeilen, also bei den normalen Tieren. Wir haben ja hier sehr viel Magie, aber wie gesagt, zu dem Thema kommen wir noch. Und normalerweise muss man da ziemlich lange für ackern, dass man da so ein, ja, Schaf hingelegt bekommt. Das machen wir noch. Das ist mit das Nächste, was auf meiner Themenliste steht. Und das Unglaubliche ist, ich meine, ich gehe das Risiko jetzt einfach mal ein. Was ist denn das für einer? Level 6? Könnte gehen. Aber der Goblin, der ist so krass drauf, der macht nicht nur uns müde, sondern, naja, wenn er das schaffen würde, hinter dem Schwein herzukommen. Ah, die greift an. Die Wildsau greift an. Das ist gut. Seht ihr? Jetzt ist die bewusstlos und rein theoretisch könnte ich jetzt, wenn ich schon gelernt hätte, so einen Futtertrog zu bauen, deswegen sind wir auch noch nicht am Thema Zähmen, wenn ich das gelernt hätte, könnte ich jetzt einen Futtertrog hinstellen und dann wären das unsere neuen Haustiere, ihr Lieben. Oh, das ist cool, das ist sowas von cool. Aber so viel zum, ich mache das ein bisschen strukturierter und geplanter, tja. Da wird wohl nichts draus, ne? Man kommt von Höchstchen auf Stöckchen und jetzt bin ich ein Goblin. Trotzdem, wir machen jetzt gleich noch weiter im geplanten Teil. Bis gleich. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich hab's geschafft. Also ich traue mich jetzt kaum noch aus der Hütte, weil da draußen rennen zwei Goblins rum und eben war hier noch der Greif unterwegs. Aber die brauchen wir auch alle nicht für das, was wir jetzt noch vorhaben in dieser Folge. Also ich bin Level 10, das heißt, wir sind schon ein Stückchen weiter und ab jetzt besteht halt die Möglichkeit, durch das Sammeln von Holz und Heu oder halt Feuer herstellen und so weiter, dass wir hier ein bisschen leveln können, dass wir unseren Rang füllen können und damit dann halt auch den Schlafsack bekommen. Juhu! Ich gehe erstmal zurück ins Inventar und vergebe, wie gesagt, bei Level 10 diesmal einen auf Konstitution, damit uns so ein Goblin nicht so schnell umhaut. Und ja, Ausdauer oder denn doch lieber Gewicht, dann nehme ich doch lieber erstmal wieder Gewicht, weil, ja, durch die geklaute Rüstung, die ich da habe, ja, habe ich ja schon doch eine ziemliche, ja, ein ziemliches Grundgewicht von 32 Kilo. Ja, schon eine ganze Menge. Schon eine ganze Menge. Gut. Rezepte. Die normalen Baurezepte lasse ich einfach mal aus. Haben wir mehr oder weniger schon gesehen. Foundations und so weiter. Dann könnten wir hier Beerenmarmelade herstellen. Wir bräuchten 45 Beeren und 15 mal Gras. Also lass mal schauen. Ich habe hier in irgendeiner Kiste mehr oder weniger was zu futtern zusammengestellt. Aber das sind noch lange nicht genug Beeren. Und Gras hätten wir genug. Ja, und ich habe auch noch die Candies behalten. Leider ist der Pumpkin, der hat eine Verfallszeit und von daher ist der schon um. Schade. Gut, was bräuchten wir für eine Heilrune? 10 Beeren, 3 Äpfel und 5 magische Splitter. Gut, warum habe ich hier im Baumaterial eigentlich Beeren? Also 10 Beeren. Ah, die habe ich da unten. Ach, schaut mal, ich habe hier unten in der Schnellleiste, weil ich Durst hatte, ein paar Beeren platziert, damit ihr die ganz schnell schnabulieren kann. Die lege ich jetzt mal raus. Gut. Dann brauchen wir noch 3 Äpfel und 5 von den Magical Charts. 5 Stück, ja, da sind wir eigentlich wieder direkt bei der Bedienung des Inventars.
Wenn ihr die Shift-Taste gedrückt haltet und einen Doppelklick ausführt, dann übertragt ihr immer 5 von dem Ausgewählten. Mit einem normalen Doppelklick einen. Na, also 5 Teile mit Doppelklick, ein Teil mit einem normalen Doppelklick ohne Shift-Taste. Also 5 mit Shift, ohne. Mann, ich bin auch sicher. Also 5 mit Shift, einen ohne. So, jetzt habe ich es aber. Wir brauchen dann noch, was brauchen wir noch, was brauchen wir noch, was brauchen wir noch? 3 Äpfel. Hatte ich da jetzt 3 Äpfel drin? Nein, ich habe keine Äpfel. Also gehen wir mal, eigentlich ist das besser mit der Sen... Ach, guck mal, ein Schaufelhirsch, wo ist der? Okay, da hinten ist der blöde Griffin. Ich mach die Tür mal zu, sonst Goblin da jemand rein. Da hinten ist ein blöder Goblin. Müssen wir mal an einen Baum gehen und mit dem Schwert draufschlagen? Vielleicht bekommen... Ah, mit der Faust, glaube ich. Mit der Faust ist sogar noch besser. Na, kann ich direkt mal testen, ob sie mit dem Patch... Nee, die Waffenwegstecktaste haben sie noch nicht repariert. Gut, Schaufelhirsch darf bleiben. Ah, einen Apfel. Was braucht man? 3 Stück, ne? 2 Äpfel. Und 3 Äpfel. Sehr schön, das reicht erstmal. Schnell weg, bevor der Griffin uns riecht. Ach, der ist hinten bei unseren ungenieteten Viechern, ist der. So, das Problem hier hat man manchmal, da guckt man auf den Türrahmen anstatt auf die Tür und dann kriegt man die Tür nicht auf oder zu. Soll uns aber nicht weiter stören, denke ich mal. Gut, da können wir uns eine Heilrune herstellen. Machen wir direkt mit einem Doppelklick oder halt hier unten mit Objekt herstellen, alle Objekte herstellen und so weiter. Und die lege ich mir auf den zweiten Gürtel mit der Alt-Taste, ne? Primär und dann Sekundärgürtel. Lege ich mir die auf die 0. Dann habe ich schon mal 3 Heilzauber und wenn der Griffin wieder angreift, dann habe ich wenigstens schon mal ein bisschen was zur Verteidigung. Wenn es dunkel werden sollte, brauchen wir noch mal ein paar Splitter. So, die habe ich jetzt mal rübergezogen. Dann gehen wir mal. Und das ist auch sehr schön und das ist auch in Ark so. Ihr könnt dann direkt hier oben auf eure Rezepte umschalten oder halt wieder zurück ins Inventar. Die Leuchtfee, die brauchen wir auf jeden Fall einmal. Kostet uns auch nur 3-mal magische Splitter. Und dann haben wir die auch schon wieder auf dem Gürtel, auf unserem Magiegürtel, der sekundäre. Schön. Um im Überleben weiterzukommen, wäre es natürlich jetzt sinnvoll, Sachen zu craften, die uns beim Überleben helfen. Überleben deswegen, weil wir bei Überleben unbedingt hochpushen müssen und wir jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit nur auf den Busch kloppen wollen, um Holz zu bekommen. Deswegen schlage ich vor, wir machen uns jetzt mal schnell ein Lagerfeuer. 16 Steine, 2-mal Holz, 12-mal Stroh dürfte ich alles hier irgendwo haben. Und wenn ich keinen Stroh mehr habe, da habe ich genug vom im Kopf. Das sollte dann reichen. So, 16 Steine haben wir. Wir haben das und das und das. Können wieder, wie gesagt, oben umschalten. Und dann stellen wir uns mal ein Lagerfeuer her und gucken jetzt hier unten links, was passiert. Überleben. 8%. Da ließ es sich ja, also von 0 auf 8, da ließ es sich ja echt überlegen, direkt noch eins herzustellen. Und da sind wir schon auf 16. Wow, das ist echt cool. Das ist wirklich cool. Wir brauchen keine 2-3 Lagerfeuer. Aber das ist leider bei eigentlich allen Survival Games gleich. Wir müssen Sachen herstellen. Ob die uns was bringen oder nicht, sei dahingestellt. So wie es aussieht, brauchen wir auch noch Kistchen. Was brauchen wir denn für Kistchen? Weil ich mache hier schon wieder langsam so die ganzen Kisten voll. Wir brauchen 25 Holz, 20 Stroh und 10 Twine. Das dürften wir eigentlich alles noch haben. Lass mal schauen, hier 10 Twine. Drücken wir 4-mal mit Shift und Doppelklick, haben wir direkt 20-mal Twine hier drüben. Stroh haben wir eh dabei, wie gesagt, auch im Kopf. Mit A kann ich ja den Scheiß hier rüber tun, den überflüssigen Ballast. Und jetzt habe ich auch schon wieder vergessen, was wir eigentlich alles brauchen. Noch ein bisschen Holz. 25-mal Holz. Das heißt, ich könnte das natürlich jetzt hier aus der Tasche nehmen. Aber ich glaube, wir gehen das Risiko mal ein. Lupen hier mal vorsichtig raus. In die Lüfte. Der scheint nicht mehr unterwegs zu sein. Und ich würde sagen, wir halten Abstand von diesen Viechern da. Schalten uns mal eben eine Lichtfee ein, damit ihr auch genug seht. Ja, und dann würde ich sagen, klopfen wir mal auf Holz, schauen, inwieweit das unseren Überlebensrang nach oben bringt. Und wir brauchen ja eh Holz, um eine Kiste herzustellen.
Nebenhand wird erhöht, Stäbe und Überleben. Und Überleben springt quasi mit jedem Schlag einen Punkt nach oben. Das ist schon mal sehr vorteilhaft. Also das genieße ich gerade, dass das so gut geht. Geht natürlich auch in diesem Fall nur deswegen so gut, weil ich die Werte, wie ihr das im ersten Teil gesehen habt, etwas nach oben angepasst habe, weil im Singleplayer da so lange rumzukrebsen, das ist schon hart. Da braucht man Geduld und braucht man Zeit. Und ihr wisst ja, als berufstätiger Let's Player hat man eine Sache gar nicht. Zeit! Naja, gut, Überleben haben wir schon auf 62, 63, 64%. Und ich glaube, bevor wir zur Hütte zurückkehren, erstmal kurz ein bisschen Ausdauer regenerieren, mal ein bisschen in die Hocke machen mal. So. Ah, das hat eventuell sogar geholfen, in die Hocke zu gehen, möchte ich aber jetzt nicht beschwören. Wir sind schon bei 5. Ah, seht ihr, es geht langsamer jetzt unten. Aber wir sind schon bei fast 80%. Waffe wegstecken. Und dann schnell wieder in der Hütte verstecken. Ich habe Angst. Und es wurden neue Sachen freigeschaltet, habe ich gerade eben gesehen, als wir da rumgeklopft haben. Aber da kommen wir nachher zu. Oder vielleicht sogar erst in der nächsten Folge, weil wir haben schon wieder ganz schön spät. Egal, wir stellen eine Kiste her und schauen mal, ob sich oder was sich erhöht. Überleben auf 93%. Da machen wir natürlich jetzt direkt noch eine Kiste. Und damit hätten wir unser Soll erfüllt. Und haben Überleben, Schlafsack freigeschaltet. Und das Auferstehungsportal. Gut, da schauen wir jetzt mal kurz rein, weil über das Auferstehungsportal habe ich euch noch nichts erzählt. Bei den meisten Survival Games spawnt man da wieder, wo man seinen Schlafsack hinhängt. Also, Papa was a Rolling Stone, no, wherever he lay his head, was his home, ne? Okay. Also, das ist hier nicht so. Der Schlafsack gilt hier ausschließlich zum Pennen, zum Regenerieren unserer Konzentration. Zum Respawn, also zum Wiederbeleben, Auferstehen, ne, haben wir den Auferstehungsaltar. Und das ist ein mächtiger Altar zur Erweckung der Toten. Baue ihn, um bei Tod einen Respawn-Punkt hinzuzufügen und zwischen Altären zu teleportieren. Das mit dem Teleportieren konnte ich noch nicht ausprobieren, werden wir aber auf jeden Fall in irgendeiner zukünftigen Folge machen. Gut, der nächste Rang wäre ein richtiges Bett, eine Forge, um Metall einzuschmelzen und das Wissen, Kupfer in Barren zu gießen. So, meine Lieben, wir sind kurz vorm Ziel unseres Tutorials angelangt. Wir brauchen jetzt einen Schlafsack. Wir brauchen 5-mal Fell und 2-mal Leder. Den Rest haben wir in der Tasche. Ich werd bekloppt, ist das cool. So, schalten wir um. Haben wir doch nicht in der Tasche? Ach, mir fehlt 4-mal Twine. Ist das süß. Ach, das ist knuffig. Oh, ich habe da gerade was gesehen, was mir nicht so ganz gefallen hat. Vielleicht trügen mich auch nur meine alten Augen. Nein, ach, ich hatte Angst, dass die eine Verfallszeit haben. Doch, Spoil, in einer Stunde noch was. Nein. Ah, da müsste man dann demnächst mal in der Folge ausprobieren, ob sich das in anderen Gefilden besser und länger hält. Aber jetzt ist erstmal der Schlafsack dran. Fertig. Und den ziehen wir uns auf die Leiste und platzieren den gleich. Bevor wir Feierabend machen, möchte ich zu den neuen Engrammen noch ein bisschen was sagen. Und zwar haben wir hier diesen Spinnenwebe der Kristallkugel. Wirf ein Spinnennetz, um Feinde zu verlangsamen und um ihr, was? Gewichtslimit zu reduzieren. Was das mit dem Gewichtslimit auf sich hat, weiß ich nicht. Aber das Ding ist verdammt hilfreich, wenn wir irgendwelche schnellen Tiere zähmen wollen oder irgendwelche miesen, schnellen Gegner haben. Schild habe ich bisher außen vor gelassen. Karte hatte ich ja schon gesagt, Mumpitz, der Speer ist echt zu empfehlen, werden wir uns in der nächsten Folge mal craften, weil ich glaube, die nächste Folge wird sich dann mit Taming beschäftigen. Wir werden uns dann auch schon mal 1-2 Haustiere zulegen. Wir haben den Auferstehungsaltar, habe ich euch ja eben schon totgequatscht. Und wir können uns einen Lederbrustpanzer, Lederhose herstellen. Brauche ich natürlich nicht. Aber Tipp an euch, stellt gerade in der Anfangsphase alles her, was ihr herstellen könnt. Es ist egal was, stellt es her, stellt es 2-mal her, damit ihr leveln könnt und dann halt schneller in euren Fertigkeiten nach oben steigt. Gut. Hatte ich was vergessen in unserem Inventar?
Ja, the Rune of Warm. Also die Rune der Wärme, die braucht ihr, wenn es mal richtig kalt wird. Ist immer gut, mal eins, zwei in der Tasche zu haben. Kosten euch Schwefelstroh und einen billigen Splitter. Gar nicht so teuer. Braucht also auch keinen raffinerierten Schwefel. Da kommen wir auch nächste Folge zu. Nächste Folge wäre dann Materialien aus Mörser und Schlüssel und Zähmen. Wir brauchen schließlich Haustiere, denn auch hier ist es ähnlich wie in Ark. Ich stelle mir die jetzt einfach nochmal her, hier die beiden. Kann man immer gebrauchen. Ähnlich wie in Ark, in Tieren halten diverse Rohstoffe, die eine Verfallszeit haben, etwas länger. Und von daher, schon mal eine gute Angelegenheit, immer mal so ein Pferdchen, Schäfchen oder sonst was in der Tasche zu haben. Da das Ding hier aber mal wieder nicht die Oberüberlänge von 45 Minuten kriegen soll und wir eigentlich die Themen, die ich mir heute vorgenommen hatte, abgearbeitet haben und wir sogar noch den Goblin mit dazu hatten, das ist so genial. Also ich komme da jetzt erstmal nicht mehr drüber weg. Legen wir den Schlafsack, nehmen eine Mütze Schlaf, obwohl unsere Konzentration eigentlich recht gut dabei ist. Doch bevor ich pennen gehe, noch einmal schnell auf die Leiste hier. Die 39 Beeren, die drücken wir uns noch in den Kopf. Und seht ihr rechts, Flüssigkeitshaushalt gleicht sich aus. Wir haben 22 Uhr und die gute Nachtmusik läuft. Wir haben nicht mehr so viel Durst, können eine Runde pennen. Und damit verabschiede ich mich für heute von dieser Folge, aus dieser Folge und von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ihr wisst ja Bescheid, Kommentar macht mehr als 1000 Worte. Warte mal, das sind doch Worte. Egal, ich würde sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gehabt euch wohl, euer John D. Fool. Tschüss.